wir brauchen immer noch Clay. Oh, was ist das? Pierre found this recipe in a magazine and I thought it sounded interesting. Feel free to give me a taste of if you make it. Shane. New cooking recipe. Pepper Poppers. Okay. Ja, das wundert mich jetzt nicht, weil das ist was mit was Scharfes. Mal können wir gucken mal, was war da. Was haben wir denn da? Also das sind die genau, das sind diese. Die kann ich machen. Fisch, egal welchen. Seaweed, genau. Meeresalgen brauchte ich nämlich. Das habe ich mir nicht beinahe gedacht. Das ist Pepper Poppy. Hot Pepper und Cheese. Okay, Cheese haben, können wir noch nicht machen. Weil wir haben noch keine Kühe. Potatoes, Öl. Was haben wir? Was ist das? Strange Pun. What Weep? Pierwinkel. Void Mayonnaise. Void. Ah. Okay. Was haben wir hier noch? Roasted Plates. Ein Lollipop. Farmer Lunch. Stir Fear. Das können wir alles noch nicht. Das kann man auch noch alles noch nicht. Also alles, was noch so dunkelgrau ist, was man noch nicht so sieht, das kann man noch nicht machen. Aber hier, das hier, die Maki-Rolle könnten wir eigentlich machen. Deswegen habe ich ja den Reis gekauft. Und wir müssen mal gucken, dass wir dem Günther diesen Seestern da bringen. Da können wir eigentlich dann auch was wollte ich denn jetzt sagen? Dem Günther den Seestern bringen, da können wir dann gerade die Maki-Rolle dann auch dann beim Gemeindehaus abgeben. Ah ja, ein Kürbis! Ein Kürbis! Ein Kürbis! Ja, wir haben ein Kürbis! Ich muss gießen. Gießen. Ne, die brauche ich nicht gießen. 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 Den Hund lieb haben und dann gießen. 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 Und vielleicht müssen wir die Gießkanne wieder auffüllen, weil kein Wasser drin ist. Und noch reicht's? Na, jetzt nicht mehr. Da ist eins fertig. Immer diese Gießerei. Ich könnte eigentlich noch mal ein paar von diesen Sprinkleranlagen machen. Dann brauche ich auch nicht mehr so viel gießen. Na, geh mal weg da. So. So. Habe ich den gegossen? Habe ich den gegossen? Den gegossen. Ich habe den jetzt bestimmt dreimal gegossen, aber das ist egal. Da fehlt eine Pflanze. Oh, haben die Krähen bestimmt geklaut. Die machen das öfters nochmal so ein Ding da rein. So. Pumpkin! Genau, oh, genau, das kann ich auch mit zum Gemeindehaus nehmen. Und den auch. Und dann haben wir nämlich wieder eins fast fertig. Genau, einen Fisch brauche ich und einen. Irgendein Fisch. Nehmen wir irgendeinen Fisch, den wir genug von haben davon. Und das da. Und dann gehen wir mal kochen. Wir gehen kochen. Wir kochen zum ersten Mal in unserer Küche. Tschapp. Jawohl, mag die Rolle. Und den Reis, den packe ich mal hier in den Kühlschrank. So, und dann gehen wir ins Gemeindehaus und dann gucken wir mal unterwegs, ob man noch ein bisschen Ton finden. Wäre ja nicht schlecht, ne? Aber so wie es aussieht, gibt es keinen Ton. Ich brauche nur ein bisschen Matsch. Und wieso habe ich schon wieder Hunger? Das ist
ist doch doof. Wir gehen erst zum Günther. Wenn der auf hat überhaupt. Ich weiß es gar nicht. Müsste aber eigentlich. Ach, hier kann ich gar nicht hacken. Stern. Krieg ich noch nicht mal ein Geschenk für. Alter, der ist arisch knickerig, ne? Der könnte noch mal ein bisschen mehr. Ah, jawohl. Jetzt brauche ich nur noch 2 Stück. Da kann man wenigstens ein Silo machen, damit unsere Küken was zu essen haben. Jawohl, jetzt können wir. Ja. Sehr gut. Und ich habe keine Energie mehr. Ins Gemeindehaus und dann hoffe ich, dass die Zeit noch reicht, dass wir dann zu Robin können, um dann noch das Silo in Auftrag zu geben. Wo war das jetzt, da oder da? Ich bin mir nicht sicher. Irgendeins war es, da war es. Einmal, zweimal. Ja, Geschenk. Ein Bienenhaus. Sehr gut. Das sind erst die Tierdinger, die kann ich erst machen. Ja, das sind diese ganzen Sachen, die ich erst später machen kann. Ja. Mein Fernseher, der spinnt schon wieder. So. Jetzt. So. Und dann habe ich noch die Markierrolle. Da geht der Apfel. Der hat jetzt auch die richtige Farbe, grün. So ein grüner Apfel. So. Nein. Das war das Falsche. Wo war das denn nochmal? Grünzeug da immer, da laufe ich immer gegen. Na, so. Fädelbande, nein, das, da brauche ich Heu. Das kann ich später machen, das geht auch nicht. Ein Chop habe ich doch, glaube ich, gefangen, ne? Nein. Da. Genau. Zapp. Und hier Eier kann ich auch bald machen. Trüffel dauert noch ein bisschen. Das dauert auch noch ein bisschen. Das habe ich. Ja, dann fehlen mir diese 3 Dinge noch. Auf jeden Fall haben wir ein Bienenhaus gekriegt. Sehr gut. Das heißt, im Sommer, nächsten Sommer kriegen wir auch Honig. Honey. Dab. Jawohl. Oh. Ja. Kann ich. So, da hinten irgendwo, wo das keinen stört. Okay, I'll start working on your new silo first thing tomorrow morning. Also, sie sagt ja immer dasselbe. Morgen früh wird sie direkt anfangen zu arbeiten. Sehr gut. Wir bringen unsere
Schätze nach Hause. Ja, den Honig. Bienen, wo setzen wir das denn hin? Wo setzen wir das hin? Boah, ist die stark. Guck mal, ich kann ein ganzes Bienenhaus auf dem Kopf tragen. Wo setzen wir unser Bienenhaus hin? Wo setzen wir das hin? Kann ich das hier hinten? Nein. Nee, nicht verkaufen. Blöd. Mach ich jetzt mal dahin. So. Also das ist dahin. Das kommt dahin. Dann kann ich das mal wieder da reinpacken. Und die Steine kann man wieder in die Steinkiste packen. So. Top, 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 top. Und wie viel Zeit haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Zeit. Ach, unsere Hühnchen müssen wir rauslassen. Die waren den ganzen Tag jetzt da drin. Oh, die armen Küken, komm mal raus. Mal liebhaben. Wo ist das andere Hühnchen? Ah, jetzt gehe ich rein, da kommt das raus. Ja, es war ja klar. Komm hier, Hühnchen. Piep. Bist du glücklich? Boah, pups, ein Babyhühnchen. Ja. Sieht gut aus. Alles gut. Alles gut. Alles fein. Genau, hier machen wir hier noch mal ein bisschen Ordnung. Das war das Falsche. Ach nee, ich habe gar keine Energie mehr. Ich kann mal was zu essen machen. Ich kann ja jetzt kochen. Ich kann ja jetzt Essen kochen. Ich hab da ja gesehen, wie das geht. So. Ich brauche das und zwei Fisch. Zwei Fisch. Da, zwei Fisch. Reicht. Mit dem Chop, Chop. Was war das? Chop, ne? Hab ich den nicht gefangen? Atovis? Bream? Salm? Ne, hab ich nicht gefunden. Nicht gefangen. Oh. Mann. Das packen wir mal da rein. Dann kann man nämlich hier. Seaweed, habe ich das Falsche eingepackt? Oh ja, tatsächlich, ich habe das Falsche. Nee. Ich habe einfach nur gesehen, Algen, Algen. Algen sind Algen. Nee, das brauche ich. Das brauche ich. So. So, in den Kühlschrank. So. Und dann kann ich mir nämlich davon noch zwei Stück machen. Und die kann ich dann nämlich auch essen. Aber eigentlich ist es viel zu schade, um zu essen, ne? Weil wir haben schon 5 Uhr. Naja, es lohnt sich nicht zu essen. Komm, wir gucken mal Fernsehen. Wir haben schon lange kein Fernsehen mehr geguckt. Queen of Souls. Ja, hier ist der Chefkoch und ich bringe euch jetzt mal bei den neuen Rezept diesen Monat. Throat Soup. This is something about fresh rogue. It gets pushed, maybe it's the celebrities. Also eine Suppe, wir lernen, wie man eine Suppe kocht. Eine leckere Suppe. Lass mal gucken, wie sieht die aus, die leckere Suppe. Pepper, Omelette, Throat Soup. Was brauchen wir denn da? Grüne Algen und Rainbow Fisch. Da braucht man auch noch einen speziellen Fisch für. Na toll. Fischsuppe. Wer will denn schon eine eklige Fischsuppe essen? Also ich nicht. Ich mag keinen Fisch. Ah, da kommt die Marmelade fertig. Marmelade. Marmelade. Wir nehmen alles mit. Wie viel haben wir denn da jetzt? 7. 7. Also das sind Sterne. Sterne, Sterne verkaufe ich so, habe ich gesagt. Peppersterne auch. Und die kann ich auch verkaufen jetzt.
Nee, die brauche ich noch, ne? Und das auch, ne? Da mache ich Bier draus und da. Ne, das ist Artischocke. Die brauche ich nicht. Eine Melone, eine wilde Brombeere. Nochmal. 4, 5, 6, 7, 8. Oder brauche ich nicht die Melone? Ne. Nicht, dass ich die brauchte. Alles hier runter. Dann machen wir mal alles da nach oben. Das kommt dann alles in die Dinger rein. Nein, essen. Habe ich mich verzählt? 1, 2, 3. Ja, ich habe mich verzählt. Passiert. So. Kann ich die Marmelade eigentlich auch essen? Nein. Kann ich nur verkaufen. Obwohl die Sterndinger können kann ich gut gebrauchen für 1. Davon habe ich 5. 6, 7, 8, 9. Ja. Okay, dann, ah, gut, dann schmeiße ich nur noch die Peperoni weg. Das? Was habe ich noch mal gebraucht für dieses Pepper-Ding? Oder irgendwas habe ich gebraucht noch, ne? Für dieses, das nicht. Pepper-Poppies, genau. Ach ja, Käse. Käse habe ich noch nicht. Gut, jetzt räume ich hier erstmal auf. So. Es gibt ein paar neue Rezepte. Ja, das hier ist dieses Webbrat. Das brauche ich noch nicht im Moment. Da braucht man Schafe für. Sonst gibt es nichts Neues, ne? Nee. Nö. Nichts Neues. Nur halt das Bienenhaus. Das ist die Kohleofen. Also, das ist der Kohleofen. Das ist der normale Schmelzofen. Mayonnaise. Okay. Gut, geh mal ins Bett. Sehr gut, gibt es da ein bisschen Money. Money. Ah, ich habe ein paar Steine gefunden, gut Steine gefunden. Vielleicht kannst du sie ja gebrauchen und kannst damit irgendwas bauen. Georg. George. Georg. Also, hallo Pegasus, wollte dich nur daran erinnern, dass in Stardew Valley, also in der Stadt, das Herbstfest beginnt, und zwar tomorrow heißt übermorgen oder morgen. Don't forget to bring your nine. Also, ich soll auch nicht vergessen, meine neuen guten Sachen mitzubringen hier von der Farm. Deswegen habe ich eben nämlich auch diese Sternfrüchte weggepackt, weil das habe ich mir nämlich gedacht, dass umso höher die Sterne, wie hier die goldenen, umso bessere Chancen haben wir nämlich dann auch, dass wir gewinnen.
Ah, meine Küken sind ja schon wieder draußen. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Wo rennt es denn rum? Da, da. Irgendwo da? Ich sehe es ja nicht. Ah, da. Ah, hab dich erwischt. Das sieht total lustig aus, wenn die dann da in dem rumlaufen. So, wir haben hier noch was zum Ernten. Nein. Ah, die ganzen Kürbisse sind fertig. Hoffentlich ist da auch eine dabei, die, die einen Stern hat. Jawohl. Ah, super. Nein. Geh doch mal weg, du Hund. Ich kann das nicht einsammeln, weil der da... Geh mal weg! Weil der im Weg steht. Ist hier was dran? Nein. Hier ist nichts dran. Das könnte ich eigentlich mal abhaken. Der Sense. Erstens brauche ich den Kürbis. Den Kürbis brauche ich, glaube ich, auch für die fürs Landhaus, also für dieses Gemeindehaus. Und ich brauche hier auch einen goldenen davon, genau. Kann ich verkaufen. Die mache ich zu Moos. Achso, ich brauche ja hier meine Gießkanne noch. Ich brauche auch die Sichel. Wo ist die denn? Ach, die habe ich schon eingepackt. Ne? Ja. Mal ein bisschen Platz machen, damit man die auch mal ein bisschen sieht. Und hier rum. Total zugewuchert von Unkraut. Ich bin ein ganz schlechter Farmer. So, habe ich den schon gegossen? Ja. Immer hänge ich an diesem blöden Ding da. So. Arbeitet an meinem, ja, an meiner Silo. Sehr gut. So, dann kann man. Oh. Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Die brauche ich, glaube ich, nicht, oder? Das ist das. Das ist das. Das ist Parsnips, Melone, Pumpkin, Pumpkin und Korn. Ah, fünf Stück. Was? Ich habe gedacht nur eins. Oh. Ich habe gerade mal eine goldene. Oha.
Das ist ja deprimierend jetzt gerade. Na toll. Hab mich so gefreut. Oh, eine toll. Jetzt ist die Freude schon wieder vorbei, weil die silberne kann ich auch verkaufen. Also ich brauche nur goldene. Das dauert. Also jetzt nochmal Kürbisse anpflanzen, das lohnt sich nicht von der Zeit. Okay, was machen wir als nächstes? Was haben wir hier? Ne, da habe ich schon geguckt. Haben wir hier irgendwas, was wir noch machen müssen? Mani und Bunch of Amaranth. Ja, no, Short. Die Mine, war die Mine? To the bottom, reach the bottom of the mine. Da ist es. Ah, das ist das mit dem. Das kann ich noch nicht machen, weil ich da noch keine Dinger habe. Habe ich gerade verkauft, ne? Das waren diese lilanen Sträucher. Ich kann nur das letzte wieder zurückholen. Das ist, weil ich immer so verpeilt bin hier. Ich bin immer so verpeilt. Mann. Die Steine klopfen. Frustet. So. Das. Mist. Na, das ärgert mich jetzt wieder. Deswegen habe ich die doch, glaube ich, auch angepflanzt, ne? Ja, habe ich angepflanzt, deswegen. Und dann gehe ich hin und verkaufe die einfach. Ich bin zu blöd manchmal. Na, was heißt manchmal? Ich bin andauernd. Ich mache das jetzt hier ein bisschen ordentlich, bis meine Energie zu Ende ist. Weil ich brauche das Holz sowieso später noch für die anderen alles ins Wasser gefallen. Für die anderen Sachen zu bauen. Wie den Kuhstall und ich brauche ja auch noch den Hühnerstall. Den Hühnerstall muss ich sogar auch noch upgraden, also größer machen. Dann kann ich mich erst die Enten kaufen.
Ich will nicht wissen, was die kosten, weil wenn die Hühner schon so teuer sind. Mal, hier ist sogar schon der Weg, ist hier schon zugegrast. Jetzt bin ich zu weit gelaufen, kann das sein? Oh nein, wieso habe ich Standbild? Ah. Jetzt mal ein bisschen Ordnung machen hier. So, muss ich nachher so machen. Also später, wenn dann das Silo fertig ist. Und dann gibt es Heu. Und dann muss ich, bevor der Winter kommt, muss ich auf jeden Fall eine Heizung holen, sonst frieren die nämlich. Aber das darf ich auf gar keinen Fall vergessen. Gut, sind meine Hühnchen im Stall. Ich guck mal. Jawohl, meine Hühnchen sind im Stall. Denen geht's gut. Ja, looks fine. Gut. Denen geht's auch gut. Hier ist das dann, wo das dann reinkommt vom Silo. Und dann ist dann hier, kann man dann, ist dann immer Heu. Kann man immer Heu drauf machen. Das ist sehr gut. Das lasse ich noch da drin. Ja, komm, die kann man auch verkaufen. Da habe ich mehr als genug von. Da kann man zwar Dünger von machen, aber da habe ich trotzdem genug von. So, Holz, Peindinger, Steine. Gut. Das war's dann. Dann gehen wir jetzt Heuer machen. Ich war gerade am gucken, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, wir können Heuer machen gehen. Gab es jetzt richtig Geld? Was gab es denn da irgendwie? Ja gut, wenn die Sterne haben, ne, dann kriegt man mehr Geld dafür, ne? Was ist das? Oh, toll. Naja, immerhin besser als nichts.